So, gehen wir doch mal in die Präsidenten-Suite. High Roller Suite. Sieht auf jeden Fall besser aus als in Novak. Nein. Oh, der Aschenbecher stand eh falsch rum. Huch. Ah, oh, das ist aber blöd gelöst. Das geht von Kante zu Kante. Da wurde sich nicht extra die Mühe gemacht. Da ein Platz. Na gut, dann da rein. Wir wollen ja Ordnung halten. Wieso sind hier so viele Badewannen? Und dann so ein Klo mitten. Das ist doch irgendwie. Naja. Suit Upgrade? Was? Gästekleiderschrank. Kommen da gerade irgendwie nicht. Ach so, ganz hier am Rand. Waffentruhe. Handwerksspind, Hauskleiderschrank, Kühlschrank, Verkaufsautomat, zwei Waffentruhen. Naja. Also ist jetzt nicht wirklich teuer, aber. Aber muss noch nicht sein. Ah, okay. Hier sind dann die Schneekugeln, die wir gesammelt haben. Fünf Stück können wir noch finden. Also ich gucke mich zwar viel um, aber ich bin auch gut darin, was zu übersehen. Na gut. Wo soll's hingehen? Also, Casino, dadurch sind wir gekommen. Penthouse, da ist Mr. House. Wir sind gerade in unserer Suite. Dann gucken wir mal in der Cocktail Lounge nach. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das sind alte römische Disziplinarmaßnahmen, die es damals auch so gegeben hat. Ah, Schneekugel-Testgelände. Das hier finde ich jetzt wiederum eine schöne Aufteilung. So in der Mitte einmal rundherum so eine
So eine Bar-Area und da unten kann man sich dann hinsetzen und plaudern. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Nicht unbedingt mit der Tischanordnung, weil man dann... Ja, obwohl, wenn man etwas mehr Ruhe haben will, kann man sich hier hinsetzen. Das ist, diese Tischanordnung hier ist besser. Da hat man mehr Ruhe. Weil hier, wenn man sich hier hinsetzt und dann laufen da ständig so Leute zwischendurch. Oh, hier sind auch noch Hefte. Aber die suche ich mir jetzt nicht alle raus. Gut, aber wir gehen mal wieder. Es ist Tag, das heißt, wir sehen den Strip jetzt auch gleich mal ein bisschen besser. Hey, Sie da. Ich habe eine Nachricht für Sie. Sie ist vom Botschafter Crocker. Sehr wichtig. Bitte sehr. Okay. Botschafter Crockers Notiz. Ich muss Ihnen in einer sehr wichtigen Angelegenheit sprechen. Besuchen Sie mich so bald wie möglich, damit wir uns unter vier Augen unterhalten können. Sie finden mich in meinem Büro in der RNK-Botschaft im Norden des Strips, hinter dem Lucky 38. Botschafter Dennis Crocker. Okay. Das ist irre. Ich dachte, dass da niemand jemals drin war. Der da gehört wohl zu den Wichtigen hier in der Gegend. Na sowas. Sie kommt gerade aus dem Lucky 38. Mann, und sie sieht auch noch gut aus. Ich bin gemeint, oder? Achso, die folgen mir jetzt ja noch gar nicht. Die wurden, glaube ich, automatisch auf Stopp gestellt. Distanz halten, auf Abstand... Mir nach. Mir Gehen nach. Sie voran. Crocker könnte nicht mal seinen Arsch finden, wenn der nicht angewachsen wäre. Gut. Stand hier nicht? Nee. Da steht eine andere Quest, die wir noch machen müssen. Das ist nämlich Caleb McCafferty, oder wie der heißt. Aber ganz ehrlich... Ich will jetzt erstmal... Ja. Das machen. Doch, hier stand doch... Hier stand, oder? Die Mauer? Und da vorne stand dann irgendwo die andere. Ja, hier so, ne? Man sieht auch noch... Doch, die muss hier gestanden haben. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal. Und weil ich nicht mehr genau weiß, wie das ablief, mache ich lieber mal einen neuen Spielstand. The Tops, Casino Main Floor. Hey, hey, schöne Frau. Herzlich willkommen im Tops Hotel und Casino. Ich muss Sie bitten, mir alle Ihre Waffen auszuhändigen. Das kann dauern. Warum brauchen Sie meine Waffen? Sicherheit, Baby. Man kann kein Brot backen, wenn die Bäcker voller Blei sind, nicht wahr? Keine Angst, Mr. House bürgt für Ihre Sicherheit. Versteckte Waffen behalten. Sicher, bitte sehr. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge, bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Oh, dieses Wortspiel. Wo haben Sie meine Waffen hingebracht? Entspannen Sie sich, denen passiert nichts. Wir bewahren sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Okay. Was kann man hier ansonsten machen? Alles, was ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer sie wollen. Hungrig, durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Oder haben sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Sollten Sie nicht verpassen. Na gut. Viel Spaß, Baby. Wieso nennt mich jeder Baby? Ich meine, ja. Wir sind eine Frau, aber trotzdem. Twank. Das ging schnell.
Hallo, Baby. Noch. Willkommen im Tops. Was kann ich für Sie tun? Klappt diese Masche eigentlich? Naja. Wer sind Sie? Baby, ich bin das Beste, was Ihnen jemals passiert ist. Mein Name ist Swank. Das hier ist mein Laden. Nimm mich noch einmal Baby und ich trete dir dahin, wo... Naja. Egal. Oh, ich muss mich mal kurz strecken. Mein Rücken macht schon wieder Probleme. Obwohl, ich kann ja währenddessen den nächsten Dingens aus. Ich dachte, dass Benny diesen Laden leitet. Benny ist Geschäftsführer, klar. Aber ich bin fürs Tagesgeschäft zuständig. Ich bin seine rechte Hand, verstanden? So. Jobs, danach frage ich später. Können Sie mir was Wichtiges über New Vegas erzählen? Aber klar doch. Was wollen Sie wissen? Was halten Sie von der Feinschmeckergesellschaft? Weißt du was, das mache ich alles später. Kein Problem. Worüber? Ach, natürlich ist es jetzt grau unterlegt, obwohl ich... es ist... Ich denke, Sie sollten etwas über Benny erfahren. Tatsächlich. Sie haben was über den Big Boss zu sagen, was? Warum sagen Sie es ihm nicht einfach ins Gesicht, anstatt mich hier voll zu sabbeln? Sprache 15. Ich glaube nicht, dass es Ihnen gefallen wird. Sieht aus, als ob Benny sein eigenes Spiel spielt. Was? Wovon reden Sie? Benny wollte mich umbringen und hat den Platin-Chip gestohlen, den ich ausliefern sollte. Das ergibt keinen... Warum sollte er sowas machen? Haben Sie sonst noch was im Angebot? Er wollte es wie ein Zufall aussehen lassen, nur ein Raubmord irgendwo im Ödland. Er versucht, den Obermacker übers Ohr zu hauen? Verrückter Dreckskerl. Haben Sie sonst noch was? Ich habe weitere Beweise dafür, dass Benny versucht hat, mich umzubringen. Ja, und was sonst noch? Hier, ich habe diese Zigarettenkippen bei dem Grab gefunden, in dem er mich verscharrt hat. Hm. Ja, okay. Das ist Bennys Marke. Und die ist nicht wirklich verbreitet. Haben Sie sonst noch was? Dieses Feuerzeug habe ich in Boulder City gefunden. Er hat es beim Mord an seinen Partner verloren. Stimmt. Sieht wie Bennys Feuerzeug aus. Trotzdem kein überwältigender Beweis. Haben Sie sonst noch was? Hier, sehen Sie sich mal diese Notiz an, die ich in Novak gefunden habe. Welche Notiz? Das ist wirklich sehr dubios. Vielleicht führt Benny was im Schilde. Vielleicht geht es auch um jemand ganz anderen. Haben Sie sonst noch was? Das war's. Was denken Sie? Heilige Scheiße, da haben wir wohl ein echtes Problem. Ich kann gar nicht glauben, dass Benny so ein Wichser ist und Haus benutzen will. Wissen Sie was? Ich rufe Benny an und halte ihn von seiner Suite weg, damit Sie sie durchsuchen können. Hier, der Schlüssel. Sie ist im 13. Stockwerk. Das Zimmer mit der Doppeltür. Können Sie nicht übersehen. Vielleicht finden Sie etwas, was wir Mr. House zeigen können, damit Benny verhaftet wird. Okay. Sehr cool. Hier ist Ihr Zeug, falls Sie unerwünschte Gesellschaft bekommen. Ich sage den Jungs, dass sie Ihnen die Waffen nicht abnehmen sollen. Dann mal los. Die Aufzüge sind hinter den Spielautomaten zu Ihrer Linken. Okay, kriege ich meine Waffen wieder? Schön, Sie wieder im Tops zu sehen. Nein. Doch. Dahin. Ach, die Tussen im Gomorra sind scharfer. Hallo. Pass auf, wir stellen ihn mal. Dieser Ort ist einfach der Hammer. Ich mag diesen wirren Slang. Was in drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Hallo? Die Mieze, die ins Lucky 38 gegangen ist, das warst du? Scheiße. Du solltest an deiner Treffsicherheit arbeiten. Da habe ich ja ins Schwarze getroffen. Mitdenken ist wohl nicht deine Sache, oder bist du einfach nur dickköpfig? Das sind jedenfalls gute Neuigkeiten. Vielleicht kann ich jetzt nachts wieder ruhig schlafen, weil du nicht tot bist.
Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Also ich glaube, so ziemlich jeder, der eine Frau spielt, benutzt den Schwarze Witwe-Perk bei ihm. Das mache ich jetzt mal nicht. Woran hattest du gedacht? Ja, woran hattest du gedacht? Erstmal kriegst du die Präsidenten-Suite. Das beste Zimmer des ganzen Hauses. Du hast dir einen Vorgeschmack auf das Leben als VIP verdient. Ich hänge noch ein wenig hier unten rum, als ob nichts gewesen wäre. Dann komme ich nach. Alle Fragen beantworte ich dir. Garantiert. Zwei Bedingungen. Die Leibwächter verschwinden und wir gehen sofort in die Suite. Suite. Wenn du mir dann vertraust, mache ich es. Folge mir. Haben Sie gemerkt, dass der Strip in letzter Zeit total unruhig ist? Behalten Sie Ihre Hände da, wo ich Sie sehen kann. Keine hektischen Bewegungen in der Nähe vom Boss, verstanden? Was denn für blaue Dinger? Jetzt, wo du und ich unter uns sind, muss ich dich was fragen. Warum bist du noch am Leben? Zu wenig Blei im Hirn. Es braucht ein paar mehr Kugeln im Kopf, um mich aufzuhalten. Ja, hallo. Das kommt davon, wenn man eine 9mm benutzt. Nachdem wir dich umgelegt hatten, wie konntest du mich da verfolgen? Du hast eine ziemliche Spur hinterlassen. Benny seine Zigaretten kippen und das Feuerzeug zeigen. Schau mich an. Da will ich mit den ganz Großen spielen und mache Fehler wie ein blutiger Anfänger. Jetzt haben wir wohl genug um den heißen Brei herumgeredet. Verrate mir doch mal, wie der Wind wehen wird. Ich frage mich, warum ich dich nicht einfach umnieten sollte. Du hast mich ordentlich reingelegt, Baby. Das ist mal sicher. Wenn du mich umnieten willst, dann wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Aber Baby, du enttäuscht mich. All der Ärger, nur um diesen Budenzauber zu inszenieren? Dir geht es doch um mehr, oder? Du hast recht, ich will ein paar Antworten. Du hast Fragen? Ich habe die Antwort. Immer der Reihe nach. Erzähl mir zuerst von dem Platin-Chip. Das ist House Heimvorteil, Baby. Damit kann Mr. House die Sache zu seinen Gunsten drehen. Der Chip gehört mir. Gib ihn her. Baby, geh mal vom Gas. Es sollte jemand den Chip kriegen, der was damit anfangen kann. Sprich, ich und nicht du. Du kriegst einen Anteil. Und zwar einen ordentlichen. Aber der Chip bleibt bei mir. Wie funktioniert der Chip? Er ist eine Art Datenspeicher, verstehst du? Die Daten auf dem Chip sind das Platin, nicht der Chip selbst. Problem dabei ist nur, dass der Chip in keinen Computer passt, den ich auftreiben konnte. Dafür braucht man wohl spezielle Hardware. Was macht der Chip? Es hat irgendwas mit den Securitrons zu tun, so viel weiß ich. Verbessert wohl ihre Schlagkraft, gibt ihnen mehr Rums. Könnte vielleicht ein bisschen was helfen, wenn man den Strip gegen Caesars Legion oder die RNK verteidigen will. Oder vielleicht gegen beide. Wie kann ich denn noch auf die... Das hatten wir doch gerade. Was ist... Ich versteh's nicht. Ich möchte mehr über die Gruppe wissen, die um Vegas kämpfen. Über die Gruppen. Ja, die Welt ist ganz schön kompliziert. Das sage ich dir gleich. Erzähl mir von Mr. House. Ein Kater, mit dem man fein um die Häuser ziehen konnte. War er zumindest, bis er aufgehört hat zu miauen. House hatte die Idee, den Strip wiederzubeleben. Er rekrutierte die drei Familien, er entwarf die Pläne der Casinos und er verhandelte mit der RNK. Natürlich nicht persönlich. Das lief alles über die Securitrons. Aber in letzter Zeit, da
Das Schweigen ist ohrenbetäubend. Die Roboter kassieren jede Woche Hausanteil ab und das Leben geht weiter. Das würde ich nicht gerade gute Führung nennen. Was macht die Vorsitzenden so besonders? Wir sind die coolsten der coolen. Wir wissen, wie man swingt. Und die Leute kommen her, um zu lernen, wie man Spaß hat. Von den drei Familien sind wir die einzige, die genug Mumm und Geschick hat, um den Strip allein zu führen. Was hältst du von den Umörters? Ein Stamm von Verrätern. Jeder einzelne von ihnen ist degeneriert. Merk dir meine Worte. Die ziehen ihre eigene krumme Sache durch. Woher ich das weiß? Das tun sie immer. Was weißt du über die Feinschmeckergesellschaft? Ganz persönlich? Bei denen kriege ich eine Gänsehaut. Die sind einfach viel zu höflich. Wenn ich dürfte, hier, und es war mir ein Vergnügen, da. Versteh mich nicht falsch. Ihr Ressort ist eindeutig Ring-a-Ding. Aber mein Bauch rät mir, geh lieber nicht in den Keller. Informier mich über die RNK. Eine Nation von Wichtigtouren, die sich in unsere Geschäfte reindrängt. Aber wir können zurückdrängen. Und sind dazu noch schlauer. Die RNK hat nur noch nicht für mehr Stress gesorgt, weil sie ein bisschen Angst vor Mr. House und sehr viel Angst vor Caesar hat. Wenn die RNK die Legion am Damm besiegt, dann kommt sie her und übernimmt den Strip. Und wir können ihr nicht die Stirn bieten. Noch nicht. Andererseits hält sie Caesars Legion in Schach. Und die Bürger und Soldaten der RNK sind unsere besten Kunden. Es ist kompliziert. Erzähl mir von Caesars Legion. Die übelste Sorte. Ein Stamm Degenerierter, beherrscht von einem Widerling. Die kreuzigen aus Spaß Leute und schlachten ganze Dörfer ab. Die RNK hat's ihnen vor 3 Jahren am Damm besorgt, aber das hat sie nicht gestoppt. Sie haben Kraft gesammelt. Sie werden bald versuchen, den Damm zu übernehmen. Sehr bald. Und wenn das klappt, dann gibt es bald kein Vegas mehr. Wolltest... Hilf mir beim Verstehen dieses Plans. In groben Zügen? Ein Wechsel im Management. Die Securitrons sind der Schlüssel. Ich muss herausfinden, wie man sie kontrolliert. Und dann ihre Schlagkraft verbessern. Wenn ich die beiden Sachen im Sack habe, dann kann Vega sich gegen jeden verteidigen. RNK, Caesars Legion, total egal. Ein bisschen hochgestochen, dass man sich gegen 2 so große Nationen wehren kann. Warum glaubst du an einen Erfolg? Baby, die Chancen stehen schlecht, aber auch nur, weil wir die Karten noch nicht gezinkt haben. Erst danach fängt das Spiel an. Durch meine Arbeit mit Mr. House habe ich schon viel herausbekommen. Ich habe noch viel zu lernen, aber langsam kommt alles zusammen. Und du bist bereit dafür, über Leichen zu gehen? Baby, weißt du nicht, was hier auf dem Spiel steht? Klar habe ich dich gefickt, aber House, die RNK und Caesar gehen auch über Leichen, um Vegas zu kriegen. Da kannst du sicher sein. Die Skrupellosigkeit anderer ist keine Entschuldigung. Früher wäre ich deiner Meinung gewesen, aber das hier ist zu groß. Es geht um zu viele Leute. Mit Details kann ich mich nicht aufhalten. Sollte man aber. Was bietest du an? Du hilfst mir und ziemlich bald werden die Vorsitzenden den ganzen Strip regieren. Mit reichlich Roboterunterstützung. Du kriegst einen saftigen Anteil. Aber bis dieser Tag kommt, kriegst du ein Gehalt und einen Bonus für Spezialmissionen. Wie klingt das? Vergiss es, ich verzeih dir? Ist das jetzt nicht widersprüchlich? Vergiss es, ich verzeihe dir. Na, mal gucken. Du verzeihst mir? Nach allem, was ich getan habe? Baby, willst du mich zum Heulen bringen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann es kaum beschreiben. Für dich ist die Präsidentensuite gebucht. Solange du willst. Bei deiner Bereitschaft zu verzeihen,
Da fragt sich ja selbst ein Spieler wie ich, was Gewinnen eigentlich heißt. Du bist ein Hochkaräter.